Plan? C, Buschkraft. Sebi, zuschauen. Sebi. Chaos. Irgendwie ist das hier so eine unheimliche Gegend. Also ich kann mir das einbilden, aber irgendwo sehe ich überall. Oh oh. Und heute nehmen wir euch mal mit zum Lost Place. Das wird natürlich nicht verraten, wo das ist, aber kannst du mal drehen. Hier ist eine schöne Aussicht. Vielleicht erkennst du sogar einer. Kann man schön gucken. Den Weg hier unten sind wir auch gekommen, kannst du mal zeigen. Und in diesem Wald müssen wir da hinten so. Coole Aussicht, ne? Und wir sind noch lange nicht oben. Da hinten, das ist Südhafer Gipsabbau. Ich stelle mir immer vor, wenn du das siehst, wie viel die da abgebaut haben, wie das früher mal ausgesehen hat. Ein schöner alter Weg. Ganz viel weit. Hier müssen wir nochmal mit dem Metalldetektor hin. Hier findest du bestimmt auch ein paar Sachen. Was wir natürlich nie tun würden. Niemals. So. Wenn wir mal gucken, was hier so drin ist. Vielleicht findet man ja wen. Guck, guck! Jo, schöner Lost Place, schön groß. Und eigentlich noch relativ gut erhalten. Ich frage mich immer, warum wir hier nichts weiter draus machen. Und zwar, das war mal von den Pionieren, so ein Erholungsheim war das hier mal. Das Erstaunliche ist, man hört es wahrscheinlich noch an der Atmung, der Weg hierher ist nicht ganz einfach. Es geht also ziemlich steil bergauf. Und das Erstaunliche ist halt, dass die damals hier keine Zufahrtswege hatten. Die haben also wirklich alles, was sie brauchten, hier hochgeschleppt. Ich denke mal, das hier wird das Clubsklo gewesen sein. Weil Wasserspülung hatten die nämlich hier oben auch nicht. Die waren nicht an den Kanälen angeschlossen. Soweit ich weiß. Weil da hinten steht nämlich noch ein großer Wassertank mit, weiß ich nicht, 7000 Litern oder noch mehr. Der ist dann bei 70.000 Litern. Ja, hier ist natürlich schon verfallen. Ne? Ja, ich liebe diese morbide Schönheit von verfallenen Häusern. Weil hier laufen auch immer wieder so richtig total bekloppte Typen umher. Trifft man immer wieder. Naja, müssen wir mal gucken, ob die Sicherung drin ist. Naja, also Licht ist angeschlossen, wie man hier schon deutlich erkennt. Und hier eine schöne Plastikschachtel. 4 GB Black. Hä? Was war das? Ey, die Penner werden heute auch immer reicher, ne? Sowas ist natürlich eine Sauerei, ne? Ich meine, es gibt so viele Sachen und es kommen Schadstoffmobile, wo du dein Altöl entsorgen kannst und einen Scheiß. Muss man sowas hier reinschmeißen? Da freue ich mich immer herzlich. Es ist kein Strom da. Was ist denn mal los? Und dann schauen wir das Ding hier schon, die kaufen dann. Nagel neu. Schöne Balken hier drin. Lichtschalter bis Auto funktioniert, oder? Boah, alles kein Weg zu teuer. Ist hier auch noch ein Keller? Das ist sogar alles gefliest an den Dingern. Ich denke mal, so wie so eine Art Schlachthaus. Ich war da schon mal drin. Ja, das haben sie irgendwann mal hier. Vielleicht ein Wildschwein hat sich ein bisschen gemütlich gemacht. Die Decke ist ganz schön niedrig, ne? Irgendwie schon. Also unbedingt springen würde ich hier drin jetzt nicht. Guck mal hin. Ich denke mal, hier wird. Ja, weiß nicht, ob die Verwaltung hier war oder sowas. Oder die Betreiber halt. Ich denke mal, das hier und das da vorne waren so eine Art Waschhäuser oder Toiletten. Und hier kommen jetzt die ganzen Bungalows. Ich denke mal, das ganze Treiben wird sich eher da so abgespielt haben. Was ich gerade sehe hier vorne, ist das sieht man aus wie ein Hundestall oder so. Hä? Ich bin unschuldig. Lass mich raus. Oh. Lass mich raus. Ja, Kinder. Komm mal rein. Das ist so eine typische Harzer Werwolf-Behausung. Die Werwölfe sind hier ein starkes Problem im Harz. Und da hat man dann die Dinger hingebaut hier. Die sind also sicher, da passiert nichts. Die Tiere werden hier eingesperrt, werden ab und zu mal mit kleinen Kindern gefüttert und dann geht alles gut. Die sind sehr gute Wachhunde. Das darf man nicht unterschätzen. Hier ist voll die coole Feuerstelle.
sieht man jetzt nicht. Aber es ist richtig schön gemacht. Hier vorne ist auch noch so ein Rest von so einem Grill. Und das ist hier so dieser Innenhof. Hier ist das Hauptgebäude, wo wir eben drinnen waren. Muss ich mal umdrehen. Genau. Aber noch schöne, guck dir hier. Die Eisenträger. Hm? Ich weiß nicht, wie die Schrottpreise jetzt sind, aber guck dir doch mal an. Das sind Tonnen. Die kleinen, da hinten sind noch große, da sind noch große. Da kommt ein bisschen was zusammen. Aber wie willst du die hier wegkriegen? Das ist Sofa. Oh, das sind Blutflecken. Die wollen. Oh Gott. Scheiße. Was ist mit dir? Ketchup. Ketchup gewohnt. Also wir treffen wirklich oft seltsame Typen hier. Ach, gehen wir mal wieder raus, ne? Gucken. Denk mal, das war früher mal so ein Tanzsaal hier. Na? Kann sein. Sieht jedenfalls so aus. Ich finde das immer interessant bei solchen Sachen. Man stellt sich vor, was hier früher so abgegangen ist. Ich weiß ja nicht, ob sie das Sofa jetzt hier nachträglich reingemacht haben oder ob hier mal so eine Mehrzweckhalle oder Allzweckhalle war. Oder ob es jetzt rein tanzmäßig war. Ich finde das immer interessant, wenn man so durch diese alten Räume geht und sieht, wie sie heute aussehen. Und dann kann man sich vorstellen, hier muss ja früher jede Menge Betrieb gewesen sein. Hier waren ja die Kinder, weißt du? Ne, von den Pfadfindern und von den Pionieren, dann hast du mich gesehen. Und die sind hier durch den Harz. Und für die war das ein super Wochenende. Das war wie Urlaub für die. Und die hier, die haben hier eine schöne Zeit verbracht. Randale im Müttergenesungsheim. Juri, geh mal in den Keller, hol mal Wodka. Juri, das ist ein echter Russe. Gucken, ob er was findet. Hast du was? Nee. Guck. Ah, Juri. Juri. Guck. Boah. Man klopft an, er macht die Tür. Oh. Scheint keiner zu Hause zu sein. Aha. Hallo. Post ist da. Mach auf, du. Komm hier rein. Fischwasser steht drauf. Ich habe schon gesagt, dass wenn jetzt ein paar Personen da sind, die viel verbrauchen, dann ist es nicht sehr viel hier gerade. Ja, das ist eigentlich auch nur Löschwasser, denke ich mal. Also werden wir vielleicht doch eine Wasserleitung hier hochgelegt haben und die wird vielleicht nicht erreicht haben, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt. Was tun? Hier machen wir es gut an. Nun, pass auf, hier ist alles ein bisschen morsch. Junge, wir machen Bauten sind hier, Scheiße. Hier machen wir für Mutter eine Küche rein. Hier. Verstehst du? Da kommt da eine Durchreiche hin und da drüben sitzen wir und gucken Fernsehen. Dann kann die Alte das ganze Fressen da durch die Durchreiche durchgehen. Und das Bier müssen wir da lagern, das darf nicht so weit weg sein. Sonst dauert das zu lange. Der könnte schon wieder kotzen, als wenn mich einer in der Aktentasche geschissen hat, wenn ich sowas sehe. Hier, wie kann man sowas wegschmeißen? Nee. Scheiße. Alter. Jetzt gleich. Freie deutsche Jugend, bau auf. Es geht nicht voran. Irgendwie klemmt das Ding. Schön alte DDR-Karte. Kaputt. Neuen Reifen rein und fertig. Die Nummer kurz gehen noch. Und die sind gut. So, zum Abschluss nochmal so schön so ein Schränk über die Aussicht. Guck mal, ist das so geil.